Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. Bevor wir nach Belsarvis reisen, reden wir ja mal mit allen. Hey, wegen vorhin, danke. Torian ist ein toller Kerl. Ich denke, das könnte wirklich funktionieren. Dafür bin ich ja da. Und wenn er dir dein Herz bricht, erschieße ich ihn. Ihr seid die Beste. Was sagt man doch gleich über Neugier? Hat es was mit großzügigem, bezahltem Urlaub zu tun? Vielleicht randoschanischem Flachkuchen? Nun, ich war möglicherweise wieder in den SID-Computern. Nur ganz kurz. Du würdest mir das nicht erzählen, wenn du da nicht etwas entdeckt hättest. Bin ich so leicht zu durchschauen? Daran muss ich arbeiten. Erinnert ihr euch, als ich sagte, ich hätte Geburtsurkunden von meiner Familie gefunden? Ein Dutzend davon? Nun, ich habe herausgefunden, dass 10 davon noch Totenscheine haben. Ich weiß, dass du dir Hoffnungen gemacht hast. Ich wünschte, es wäre besser ausgegangen. Ich komme schon damit zurecht. Es ist ja nicht so, als wäre ich das Leben als Waise nicht schon gewohnt. Ich schätze, jetzt gibt es nur noch Coral und mich. Jetzt Schluss mit dem Trübsalblasen. Machen wir weiter? Ihr habt ein gutes Team. Wir sind froh, dich dabei zu haben. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ich war seit Eriado nicht mehr Teil eines Teams. Ich denke, ich habe es vermisst. Von jetzt an kannst du bei uns bleiben. Gut zu wissen. Jemand muss euch ja Rückendeckung geben. Ich frage mich, was der Ordo-Clan so treibt. Dieser Freund, an den ihr mich erinnert, er hat mich über Holo kontaktiert. Corridan hat wohl davon gehört, wie wir Jikeln auf Taris erledigt haben. Hat mir eine Einladung geschickt. Er hat dich hoffentlich nicht herausgefordert. Wegen Jikeln? Nein. Er hätte dasselbe getan wie wir. Er sagte, er jagt große Beute. Hat mir angeboten, mitzumachen. Ich werde wohl darauf zurückkommen. Das wollte ich euch nur sagen. Ich bin nicht lange weg. Wir sehen uns dann, Torian. Bis später. Wie war es? Hervorragend. Habe Corridan und meine halbe Einheit auf Duxun getroffen. Eine gute Jagd. Vor allem Bomas und Malras. Jagger hat einen Sackheck erlegt. Ein absoluter Glückstreffer. Ich verstehe zwar nur die Hälfte, aber es klingt, als wäre alles gut gelaufen. Ich zeige es euch irgendwann mal. Ich könnte noch mehr erzählen. Die Reise hat wirklich nichts zu wünschen übrig gelassen. Jetzt zurück zu zweibeiniger Beute. Richtig? Richtig. Ich grüße Sie. Sie sehen in Hochform und gefährlich aus. Wie immer. Fällt euch irgendwas auf? Werdet ihr sauer, wenn ich jetzt Nein sage? Wohl kaum. Dann freue ich mich, weil jemand ganze Arbeit geleistet hat. Ich habe mir eine schöne, blastersichere Rüstung auf den Leib schneidern lassen. Wollte mal sehen, ob ein geübtes Auge das erkennt. Offensichtlich schon, wenn man euren Kommentar bedenkt. Na, dann freue ich mich aber für euch. Da ich mich immer noch der Gefahr aussetze, habe ich beschlossen, eine gewisse Summe in mein leibliches Wohl zu investieren. In jedem Hafen habe ich mir ein paar interessante Kleinigkeiten zugelegt. Von jetzt an bin ich für alles gerüstet. Das hört man gern. Los, neue Kamapati, Sarah. Mo, gutuni, ompi, bedwana, nipobo, chopa uma.
Manche Leute mögen meine Arbeit nicht. Wenn sie mir in die Quere kommen, werden sie verletzt. Ich bin Kopfgeldjäger. Ich suche Leute, die sonst keiner findet. Vergleich mich bloß nicht mit deinen Müllsammlerfreunden. Ups. Er hat dich wegen Diebstahls angeschwärzt. Da habe ich den Kleinen ein wenig verärgert. Gut, dann reisen wir jetzt mal nach Belsaris. Lieutenant Horn, Imperialer Geheimdienst. Ich wurde zu eurer Kontaktperson erklärt. Ich habe eine kurze Einweisung vorbereitet, falls ihr eine benötigen solltet. Nur zu. Fangt ganz vorne an. Mir wurden nicht viele Details mitgeteilt. Das ist Zael Barrows. Nachdem er im Krieg geholfen hat, die mandalorianische Blockade zu durchbrechen, hat die Republik ihm eine Menge Gelegenheiten geboten, das Imperium zu plagen. Nach dem Vertrag von Coruscant hat die Republik ihn als inoffiziellen Transporteur nach Belsaris behalten. Habt ihr die Koordinaten von Barrows Schiff? Sein Frachter ist auf Belsaris gelandet, bevor unsere Streitkräfte eingefallen sind. Nichts, was größer als eine Fähre ist, hat die Oberfläche seitdem verlassen. Belsaris ist eine abseits gelegene Eiskugel mit wenigen natürlichen Ressourcen. Der perfekte Ort, um Sachen aufzubewahren, die man lieber vergessen würde. Genau deswegen hat die Republik hier eine gewaltige Gefängnisfestung gebaut, um all jene zu verstecken, die ihnen zu unbequem werden. Wenn es nur ein Gefängnis ist, warum hat dann das Imperium so ein großes Interesse daran? Wir denken auch, dass es mehr ist als nur ein Gefängnis. Doch die Befreiung der für uns interessanten Personen hat oberste Priorität. Das schließt auch zahlreiche imperiale Kriegsgefangene ein, die die Republik nicht gemäß des Vertrags von Coruscant freilassen möchte. Unsere Lotsen können euch in die republikanische Befestigung bringen. In der Nähe der letzten bekannten Position von Barrows Schiff. Ich brauche weitere Informationen über dieses Gebiet. Ihr müsst zu einem Raumschiffhangar im Verwaltungsflügel. Rechnet mit Widerstand. Wir haben schon die Kontrolle über die Häftlinge gestört. Die größte Gefahr für euch werden vermutlich die Insassen selbst darstellen. Auf dem Planeten wird absolutes Chaos herrschen. Das hier ist meine direkte Holofrequenz. Ich bin stets erreichbar, falls ihr mich brauchen solltet. Geheime Gefängnisfestung? Absolutes Chaos? Klingt doch halb so schlimm. Klingt nach Spaß. Jede Menge Spaß.
Was ist los, Taurian? Ich bin gerade erst gelandet. Ich habe mit Horn gesprochen. Er brennt darauf, einen guten Eindruck zu machen. Ich habe ihm Informationen über die Operation der Republik abgeschwatzt und ein paar Verbindungen hergestellt. Auf viele der Häftlinge sind noch Kopfgelder ausgesetzt. Ich habe eine Liste gemacht. Ja, mal her damit. Gute Entscheidung. Ich dachte mir, dass ihr das wissen wolltet. Die kleinen Fische habe ich weggelassen. Ist eine Abschussliste von der Exchange geblieben. Eine Bande hat ein großes Ding durchgezogen. Das Kopfgeld ist für alle zusammen. Eins noch. Spart euch das Carbonit. Niemand wird lebend gesucht. Das ist mal eine Ansage. Okay, so, was ist jetzt hier? Klasse? Ach, weiß ist klasse. Okay. Ja. Gut. Dann flitzen wir erstmal los. Mal gucken. Ja, dann. Ja, dann hier oben, ne? Gut. Gibt's da nicht wirklich keinen besseren Weg hin? Hier werde ich wohl nicht durchkommen, ne? Naja, sehr gut. Hilft nichts, ne? Ja. Da muss ich mal hier oben rum. Weg. So. Also ganz ehrlich gesagt, so vom optisch finde ich Belsaris gar nicht mal so schlecht. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Nicht schlecht. Okay. Da sind wir ja gleich. Ups, dann sind wir ja gleich da. So, und jetzt einfach hier oben sind wir. Ne? Nicht.
So, mal Augen kurzen kurz. Gucken wir gut. Okay, gut. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. So, komme ich jetzt von... Ne. Muss ich die Straße wieder zurück. Aber das werden wir im nächsten Part machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen ab und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.